das Wasser da noch da? Ja. Ja, sterbt ruhig. Ja, lassen aber nichts da. Schade. Guckt Porkjob. Komm, warte. Das wäre ja fatal, wenn man das hier einfach liegen lassen. Oh, da ist noch viel mehr Kupfer, ey. So, warte mal. Ich habe auch noch so ein paar Stufen gemacht. Die muss ich da jetzt auch noch irgendwo reinzimmern. Da probiere ich jetzt natürlich, die dahin zu machen, wo von einer Stufenart zu viele sind. So, warte mal, was wollte ich denn hier? Ja, davon habe ich ja keine. Ist schon ganz gut soweit. Ach, ich brauche die anderen Slabs, Mann. Denk doch mal mit. Cobblestone Slabs brauche ich. Vom Concrete können wir auch noch ein paar Slabs machen. Und das war's aber dann. Und jetzt sind wir hier schon am Abgang, am Aufgang. Soll auch nicht zu gleichmäßig aussehen, ja? Er denkt immer dran, wenn er das baut. Eigentlich völlig random platzieren, das ist immer am besten. Gut. Dann haben wir jetzt hier schon mal einen Weg nach oben. Da werde ich gucken, ob ich dann vielleicht mal irgendwie so Lianen finde noch oder so, die hier außen dran papp. Dass das Ganze noch ein bisschen verworrener aussieht. Oh. War einer zu viel. Muss nicht alles gleichmäßig sein, ja? Macht ruhig mal einen Überhang oder so. Im Grunde, wenn wir könnten, würde ich jetzt hier auch einfach mal noch eine Stufe reinsetzen. Soll alles rustikal aussehen.
mal hier. Oder das hier. Können wir weiterziehen. Gut, und dann wären wir hier schon auf der Brücke, theoretisch. Und da ist jetzt die Frage, wie wir die gestalten. Ich glaube, ich werde es mit Holz machen. In der Mitte so ein Holzsteg. Dass ich rüberkomme. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Krasser Bug. Hatte ich aber Glück, dass ich nicht abgestürzt bin, ey. Dann komme ich hier halt wieder mit einer Treppe nach oben. Und da geht es dann weiter. Gut. So, dann machen wir uns jetzt noch eine Spitzhacke, eine Axt. Damit wir das Holz schneller abbauen können. Holz drin, nee. Leider nicht. Hier auch nicht. Dum, 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 dum. Axtcast hier. Komisch, ich dachte, ich hätte es schon gemacht. Molten Bronze, Aluminium Brass brauchen wir. So, und dann brauchen wir Bronze. Brauche ich natürlich noch ein Toolrod und einen Binding. Ja, das ist ja krass bei mir. Also ich hatte immer mega Respekt vor dieser ganzen Tinkers Construct Geschichte. Und irgendwann habe ich es kapiert, wie es funktioniert. Und seither läuft die Sache. Das ist ein bisschen falsch. Zack. So einfach geht das. So, die Schweinchen, die könnten wir eigentlich, warte mal, können wir die mit dem hier vermehren? Glaube ich zwar nicht, dass die Reis essen, aber... Nee. Dann halt irgendwann anders. Geht natürlich viel schneller wie sonst. Vielleicht nehme ich auch diesen dunklen Baum hier für die Brücke. Leute, denkt dran, das ist eine Aufnahmesession, ja.
Das heißt, es gibt in den nächsten Folgen wieder keine Anmoderation. Seid mir deshalb nicht böse. Es ist einfach so am Stück aufgenommen und zurechtgeschnitten. Aber wenn es euch gefällt, dann lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Oder natürlich alles zusammen. So, das hier noch. Ey, schon wieder Nacht. Die Nacht kommt viel zu schnell. So, 39. Ist jetzt nicht mega viel. Pflanzt man, glaube ich, noch mal ein paar Bäume an. So, das wollte ich eigentlich alles auch noch irgendwann wegmachen. Müssen uns ja natürlich auch ein bisschen Land. Nein! Das war wieder der Bug. Ich bin festgehangen und dann plötzlich bist du tot, Alter. Ja, brauche ich nicht. Verpiss dich. Warte mal, wie kriege ich denn das? Achso. Toll. Ich habe Blöcke platziert und plötzlich bin ich rumgepackt. Aber das Tolle ist ja das hier nur. Zack, zack, zack. Und dann können wir da rüber gehen. Bin mal gespannt. Also wenn ihr wisst, wie ich die Todespunkte wegkriege, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Ich weiß es im Moment nicht. Ich weiß nicht, wie ich auf die Waypoint-Map komme. Da müsste ja die Einstellung sein. Sauber, aber dann haben wir hier auch schon die Fläche fertig. Der ist natürlich super. Da habe ich, glaube ich, schon aufgefüllt auf der Seite. Geht noch ein bisschen was.